So, ihr Lieben, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch bis halb weiter, oder ist noch sehr viel Redebedarf hier? Genau, einen haben wir noch. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier noch mal eine kleine Liste, eins, zwei und vielleicht noch ein dritter. Und dann machen wir langsam Feierabend. Bitte probiert euch ein bisschen an die Zeit zu halten, 6 Minuten. Wenn ihr mehr zu sagen habt, dann könnt ihr gerne eine Rede anmelden. Dann sind wir darauf vorbereitet, dann können wir damit da zeitlich ein bisschen besser umgehen. Und bitte stellt euch nicht dann her und redet so lange. Wir können euch dann immer so schlecht unterbrechen. Also, das offene Mikrofon ist mal wieder offen und bitteschön. Einen Blick. Hier kann natürlich jeder sprechen, wenn er gewaltfrei, jugendfreundlich und sich an 6 Minuten hält und im guten Ton bleibt, denn die Zuhörer sollen auch was davon haben. Ich wollte nochmal das Thema Gesundheit aufgreifen. Das wurde hier ziemlich lange diskutiert. Lass uns mal kurz fassen. Was können wir denn da dafür tun? Für uns selber. Wenn wir wissen, dass die Konzerne und die Ärzte im Prinzip ja gar nicht mehr für die Menschen arbeiten, sondern nur noch für Geld und andere Beweggründe, dann sollten wir uns Gedanken machen, was essen wir überhaupt? Wenn wir jetzt morgens Salz kaufen, es fängt mit ganz einfachen Lebensmitteln an. Salz, Zucker, Öl. Das normale Salz, was ihr für 39 Cent beim Aldi kriegt oder für 20 Cent, ist kein Salz. Es ist Industriesalz. Es ist anorganisch. Das kann unser Körper nicht verarbeiten. Wenn wir Öl in Plastikflaschen kaufen und das an die Sonne kommt, dann ist das Öl tot. Es ist anorganisch. Alle Produkte, die raffiniert sind, pasteurisiert, homogenisiert, sind allesamt anorganisch. Das heißt, die Quizfrage ist, wenn wir Lebensmittel kaufen, was ist davon tatsächlich lebendig? Alle Zellstoffprozesse im menschlichen Körper, die anorganisch vonstatten gehen. Jetzt kommen wir auf das Thema Chemotherapie zurück. Was anorganisch ist, das sind die Zellen für Krebs und langwierige Hautkrankheiten, für Demenz etc. pp. Und das wird ausgelöst durch unsere Grundnahrungsmittel, weil das keine Grundnahrungsmittel mehr sind. Und dadurch sind die Ärzte, wie die Frau eben am Mikrofon sagte, mit 80% schuldig an Straftaten. Die Ärzte wissen, dass das Salz, was sie im Krankenhaus geben, Bad Reichenthaler Jodsalz, anorganisch ist. Die Milch ist für den Menschen komplett anorganisch. Milch ist schlichtweg schädlich. Da kann ein Sportler kommen, ich kriege davon Muggis, dann kann er auch weiter träumen. Ist Quatsch. Dann sollte man sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen nur mit Tatsachen auseinandersetzen und nicht mit Glaubensformen. So, und dann kommen wir auch zu dem Thema eben halt diese Massengesundheit, die hier auch manipuliert und gesteuert ist. Nochmal ein Abschluss, mein Thema vorhin. Also, nehmt euch mal die Zeit und guckt mal ins Internet und googelt mal bitte. Protokolle der Weisen aus Zion. Protokoll Nummer 5, Protokoll Nummer 7. Geschrieben wurden diese Schrift wurde geschrieben 1895 und hat einen Bestand seit über 100 Jahren bis in die heutige Zeit. Wurde als Fälschung damals abgewiegelt und als antisemitistischer Blödsinn. Wie gesagt, wer die Protokolle gelesen hat und die Zeit heute mal dagegen spiegelt, dann muss das ein Hellseher gewesen sein. Es war kein Hellseher, es ist ein langer Plan. Und hinter den ganzen Verderben auf dieser Erde liegt nur eine Familie. Es ist Familie Rothschild. Macht euch schlau. Es ist nur diese Familiendynastie, die letztes Jahr mit Rockefeller fusioniert haben und bieten praktisch die größte Geldmasse. Es ist Blödsinn anzunehmen, wenn jemand sagt, Rothschilds, die waren mal reich oder die waren früher mal reich. Es ist völlig Quatsch. Es ist alles durch diese Dynastie beeinflusst, finanziert, von Geheimdiensten bis Konzerne. Es gibt kaum eine Bank auf diesem Planeten, die nicht den Rothschilds gehört. Und dadurch haben wir die Kriege auf dem Planeten. Ich persönlich habe keinen Ärger mit einem Moslem oder mit einem Türken, mit einem Araber. Da gehe ich sogar essen. Ich habe sogar ein paar Bekannte. Wir haben keinen Krieg. Wir, die Leute hier auf der Straße und hier vor dem Mikrofon und hier auch davor, haben wahrscheinlich keinen Stress mit den anderen Mitgliedern aus anderen Kulturen. Wer hat den Stress? Alte, kranke Männer, die sich um Geld und Macht streiten und die uns ausnutzen, die Moslems ausnutzen und uns aneinander versuchen auszuspielen.
Und damit muss Schluss sein. Wir gegen 1% und dann haben wir Frieden auf dem Erden. Nicht gegen, sondern einfach diese ganzen Verbrecher mit ihrer eigenen sogenannten Lügen oder Wahrheit stellen. Und dann ist Ende im Karton und dann können wir von vorne anfangen. Ja, wann wird das endlich verstanden, dass wir die 99% sind? Also ich bin jetzt hier nicht 99%, ich bin ich und ich stehe hier auch und spreche nur für mich. Wie das so jeder tut hier am offenen Mikrofon. Und ja, zu den Protokollen von den Weisen von Zion habe ich vorhin schon was gesagt. Kann man sich auf YouTube angucken? Ich werde es jetzt nicht nochmal wiederholen. Nein, ich möchte jetzt den Herrn Christian Morgenstern zitieren. Der Mann, der hat nämlich mal irgendwann lustige Sachen geschrieben und wurde dann als undeutsch von irgendeinem Österreicher dann irgendwie diskreditiert, will ich jetzt mal sagen. Und ich nehme nicht das Goldene, das steht mir nicht zu. Also, das Gedicht heißt Der Werwolf. Ein Werwolf eines Nachts entwich von Weib und Kind und sah und sich begab an eines Dorfschullehrers Grab und bat ihn, bitte beuge mich. Der Dorfschulmeister stieg hinauf auf seines Blechschilds Messingknauf und sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten. Der Werwolf, sprach der gute Mann, des Wesswolfs Genitiv sodann, dem Wemwolf Dativ, wie man's nennt, den Wehnwolf, damit hat's ein End. Dem Werwolf schmeichelten die Felle, er rollte seine Augenbälle, indessen bat er, füge doch zur Einzahl auch die Mehrzahl noch. Der Dorfschulmeister aber musste gestehen, dass er von ihr nichts wusste. Zwar Wölfe gäb's in großer Schar, doch wer gäb's nur im Singular? Der Wolf erhob sich tränenblind, er hatte ja doch Weib und Kind. Doch da er kein Gelehrter eben, so schied er dankend und ergeben. Ja, also ich bin ja auch nur so ein kleiner unwissender Mensch. Ich stelle jedes Mal wieder fest, je mehr Informationen ich bekomme, desto größer ist meine Uninformiertheit. Je mehr ich glaube zu wissen oder eine Frage, die sich mir gestellt hat und ich eine Antwort finde, hupsa, stellen sich plötzlich zwei neue Fragen. Was steckt da alles hinter dieser ganzen Welt? Krieg und sonst was, ja. Money makes the world go round, money makes the world go round. Geld regiert die Welt, Leute. Und wir glauben wirklich, wir machen ja hier bald Schluss. Ich hatte eigentlich vor, heute über Wertpapiere zu sagen, das mache ich dann nächste Woche. Ich habe eine ganze Rolle Wertpapiere mitgebracht. Ja, das ist das Geld, Leute. Und heutzutage steht auf den Schein noch nicht mal drauf, dass es eine Banknote ist. Da steht noch nicht mal Geldschein drauf. Es hat noch nicht mal den Anschein, dass es Geld ist. Das ist Monopoly. Und wir sind die kleinen Figürchen, die hin und her geschoben werden auf dem Brett. Und das sind sogar Staaten, die hin und her geschoben werden auf dem Brett. Und wir lassen uns hin und her schieben und wundern uns plötzlich, dass wir einen Muskelkater haben oder so. Ha? Oder wundern uns, dass wir nichts mehr verstehen. Also ich weiß nicht. Ich habe eben gehört, wir lassen uns hin und her schieben, pass auf. Wer entscheidet, was ich tue, was ich sage? Wer entscheidet das? Wer entscheidet, dass sich die Hand hebt oder senkt? Naja, wer entscheidet das? Bei mir. Also wenn so 40 Tonnen Panzer vor mir steht, dann habe ich nur eine Auswahl. Ich kann noch entscheiden. Links, rechts, zurück. Aber vorweg ist... Ich wollte nicht unterbrechen, aber ich wollte mal auch fragen, der könnte mich auch wer entscheidet über mich? Entscheide ich selber, ob ich ruhe oder esse oder trinke? Entscheide ich selber, was ich denke? Du darfst es. Mensch, bedenke, sagte Goethe schon. Mensch, bedenke. Du darfst es ja. Dafür gehe ich auch mal in die Stille zwischendurch. Du, wir haben hier das. Um mal drüber nachzudenken, was ich sage. Wenn die Sprache nicht stimmt, ist das, was ich sage, nicht das, was ich meine.
Und das, was ich meine, ist ja nicht das, was ich sage. Ich möge es bedenken. Und wenn die Sprache nicht stimmt, ist eben das, was gesagt wird, nicht das, was gemeint ist. Das habe ich schon mal gesagt, das ist Konfuzius. Und der sagte auch, und wenn die Sprache nicht stimmt und das, was gesagt ist, nicht das, was gemeint ist und umgekehrt gemeint ist, was nicht gesagt ist, dann kommen die Werke nicht zustande. Dann kommen auch meine Werke nicht zustande. Also bedenke ich doch vorher. Und wenn die Werke nicht zustande kommen, können Moral und Kunst nicht entstehen. Und wenn Moral und Kunst nicht entstehen können, trifft das Recht nicht. Recht. Und wenn das Recht nicht trifft, naja, irgend so ein, ich glaube, altrömischer Statthalter oder sowas soll mal gesagt haben, jeder Staat ist zum Untergang verurteilt, indem der König über das Recht herrscht und nicht das Recht über den König. Und das Volk, was sich dumm halten lässt, das entscheide ich doch selber, ob ich mich dumm halten lasse. Oder ob ich mal was bedenke, was ich höre. Wenn ich was höre, dann merke ich doch, ob etwas bei mir stimmig ist oder nicht. Oder ob ich damit, sage ich mal, mich empören kann mit dem, was ich höre. Wenn ich dann höre, wie die Sprache missbraucht wird. Sprache wird missbraucht von manchen. Zum Beispiel, da sagt er mal Archimedes, das ist ja schon ein bisschen her, da sagt er mal, gebt mir einen festen Punkt im Universum und ich hebe die Welt aus den Angeln. Und dann hat er einen anderen gesagt, den hat er vorhin schon erwähnt. Gib mir die Macht über eine Notenbank und ja, das gib mir die Befugnis über die Notenbank, genau. Gib mir die Befugnis über eine Notenbank und ich kümmere mich nicht um die rechtlichen Belange. Und dann kann ich ja so gut verwerfen, wie ich will, mit dem Geld und die Menschen versklaven wollen. Will ich die Menschen versklaven oder will ich mich frei gestalten? Ja, die höchste Güte ist wie das Wasser, das Wassers Güte ist es, allen Wesen zu nützen ohne Streit. Und ohne Streit heißt dann friedlich bei sich selber sein. Und Mensch, bedenke, ist eine Mahnung, die ich selber mir gebe, die Mahnung. Ich möge bedenken, was ich tue, was ich nicht tue, was ich sage und was ich nicht sage. Dafür trage ich die Verantwortung. Und es ist auch gut, mal zu bedenken, wenn man gehört hat, dass, wenn ich bedenke, was ich sage, dann bin ich dafür ja auch mit mir im Reinen. Und wenn ich mit mir im Reinen bin, bin ich mit mir in Harmonie. Und wenn ich mit mir in Harmonie bin, habe ich große Chancen, auch mit anderen in Harmonie zu gehen. Und Respekt und Liebe, bitte. Damit fange ich an, bei mir selber. Also achte ich auch auf mich. Ich achte auf mich und ich achte den anderen. Liebe dich selbst wie deinen Nächsten, deinen Nächsten mit dich selbst. Es ist immer das Gleiche. Immer wieder Harmonie. Da können wir hinkommen. Da kann ich hinkommen. Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig hinbekommen, dass wir jetzt in der Lage sind, fast alles mit nichts zu bewerkstelligen. Und ich fange bei mir an. Wer die Welt bewegen will, sagte Sokrates, wer die Welt bewegen will, muss sich selbst bewegen. Mit seinen eigenen Gedanken. Bedenke, Mensch bedenke. Goethe.